Jo, bevor wir das allerdings machen, also die Fabriken rot bauen, würde ich ganz gerne gucken, wie viele Fabriken es überhaupt noch gibt. Wir haben gerade die Assembly Machine 5, das ist die rote. Es gibt noch eine 6er und eine 7er. Also noch zwei Stufen. Das wollte ich wissen wegen Automatisierung. Weil wir haben ja schon irgendwo Fabriken, die Fabriken bauen, richtig? Richtig, hier oben. Das würde ich gerne weiterbauen. Reiß mal den da ab. Bau den 5er, 6er, 7er hier wieder hin. Ist die richtige Höhe, ne? Ja, müsste sein. So, das bitte abreißen. Brr, 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 brr. Schön. Das sind sogar noch gelbe Fabriken. Hua. 50 davon. Ja, sehr schön. Dann bau hier und hier die hin, jeweils mit Ärmchen dazwischen. So, so. Du stellst bitte her. Rote. Und die macht dann die anderen. Dann brauchst du noch dazu ein bisschen was. Was brauchst du dazu? Titan, Titan, Titan und Grün. Okay. Du hättest gerne Titan Gearwheels. 10 Stück. Titan Bearings. 10 Stück. Und Titan Barren, ha? Oder Platten, ja. 10 Stück. Und Grün Chips. Die da. 10 Stück. So, gucken wir mal. Produktivitätsmodule? Fragezeichen. Bei Fabriken? Hm, mach mal. Das ist übrigens eine Änderung, die ich auch nicht wirklich mal auf dem Plan hatte. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte oder nicht. Dass man in dieser Version, die wir spielen, von Ditec und den ganzen anderen Mods, dass man die rosa Module auch in Endprodukte reintun kann. Das ging letzte Staffel gar nicht. Letzte Staffel ging das nur in die Zwischenstufen. Das war sehr verwirrend. Aber ja, das macht jetzt auf jeden Fall sehr viel Sinn, überall die rosa Dinger reinzuhauen. Was fehlt? Achso, hier fehlt ein Ärmchen. Noch ein Ärmchen. Noch ein Ärmchen. Noch ein Ärmchen. Dum, 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 dum. Gut. So. Da kommen die roten. Das heißt, jetzt kann ich... gib immer ein rot... Wow. Gib immer 7 rote. Mach den Upgrade-Planer, mach... Achso, da muss ich... Es geht... Wie krieg ich das da weg? So? So. Save. Okay, okay. Das heißt, wenn ich jetzt Upgrade-Plan-Dings hier mache, dann müssten die rot werden. Die Fabriken, die ich gerne hätte. Welche Fabriken hätte ich denn gerne rot? Alles, was mit den Chips zu tun hat. Und diese ganzen Bob-Dinger da. Die beiden hätte ich gerne rot. Oh. Die werden abgerissen, auch wenn die roten nicht da sind? Doch, okay. Und die hätte ich auch ganz gerne alle rot. Brupp, 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 brupp. Haha, ist das schick. Okay. Ja, und die hier bräuchten theoretisch auch alle Produktivitätsmodule. Das wird ein bisschen eng. Das ist jetzt schon mal 75% mehr Produktivität. Und ich nehme Produktivität statt Speed, weil hier nicht genug rumkommt anscheinend. Weil die auch noch keine Produktivitätsmodule haben. Was die alle haben sollten. Also sollte ich mir meinen kleinen Vorrat hier schnappen. Von den 35 Stück. Sauber. Die Vorstufe... hier kommen Dreier rein. Tu mal die Dreier da rein und löst den da auf. Dann passt das auch. Das hier müsst ihr übrigens auch noch alles bauen. Also braune Module bis 3, grüne Module bis 3. Die hier alle umsetzen. Damit wir hier Platz haben für die Gottmodule. Und. Sehr, sehr viel zu tun gerade. Ach ja, und alle Dinger hier aufstufen. Wahrscheinlich auch noch mehr Türme bauen und eine bessere Powerrüstung bauen und bessere Fusionsreaktoren bauen, alles bauen. Tu mal, mach mal, hilf mal. Hier
Hier. Die bitte da rein. Und die hier bitte da rein, damit sie auch da verarbeitet werden können. Achso, warte, die werden gar nicht angefordert bei den Fabriken, ne? Das ist nicht gut. Wo? Ah, hier. Forder bitte hier die Lilanen an. Damit die Alten hier dann angetanzt, angebracht werden. Da, forder bitte Lilane an und du hast bitte ab sofort keinen Zwischenpuffer mehr für Lilane. Also es werden... und keinen Zwischenpuffer mehr für Gelbe. Und keinen Zwischenpuffer mehr für die. Das heißt, sie produzieren jetzt immer nur für die nächste Stufe. Und alle lilanen Fabriken, die kommen, landen hier. Und genauso müssten wir theoretisch hier sagen, dass alle blauen angefordert werden, damit die ganzen Reste verarbeitet werden. Hier müssten alle blauen Fabriken angefordert werden und hier alle gelben. So, dann schmeiße ich jetzt alle Fabriken, die ich habe, die nicht rot sind, hier rein. Wieso? Und dann müssten hier rein sortiert werden und umgebaut werden. Wow, geht das schnell. Ja, hier brauchen wir definitiv keine Speedmodule. Wir haben nicht genug Titan, sehe ich gerade. Daran sollten wir arbeiten. Hm? Alu scheint auch ein Problem zu sein. Meh. Meh, meh, meh. Oh, warte mal, hier ist Stahlkugeln und Stahlbearings. Haben wir die nicht unten schon? Hier sind Kugeln. Die sehen aber weißer aus. Das sind Titankugeln. Das sind Stahlkugeln. Also ja, Stahl- und Titankugeln haben wir. Bearings nicht. Titan- und Stahlbearings. Die hatten wir, glaube ich, oben, weil die eine Flüssigkeit brauchten, ne? Ich will das nur mal kurz überprüfen, nicht, dass wir hier irgendwo Leerlauf haben. Hier ist Titan-Bearing. Stahl-Bearing sehe ich nirgendwo außer hier. Die werden in einer ganz normalen Fabrik gebraucht und brauchen kein was auch immer. Ja, dann bleiben die hier, das ist okay. Du sei mal produktiver. Du auch. Aber das ist nicht, weil du voll bist. Achso, okay. Genau, Upgrade von Gelb auf Rot müsst ihr dann theoretisch auch in den Planer packen, richtig? Gib mir mal einen davon. Upgrade Planer. Tu Gelb rein. Oh. Das ist falsch. Wir brauchen eine rote Fabrik. Wow, sind das viele. Beschränkt mal auf hier Stack. So. Und tu den dahin. Das heißt, egal ob Dreier oder Vierer weggerissen werden, es werden immer Fünfer hingenommen. Und wir werden keine blauen Fabriken noch irgendwo rumstehen haben, oder? Wollte ich gerade sagen. Ja, wobei, bei denen ist auch nicht wirklich wichtig. Was bist du? Du bist. Achso, du bist Titan Baron, das ist okay. So. Also die Sachen sind okay, auch wenn es nicht unbedingt die beste Position dafür ist, aber das ist mir gerade nicht so wichtig. Roboter sind alle ausgelastet. Da müssen wir arbeiten. Module hätte ich gerne mehr. Und dann gucke ich mal ganz kurz an, was fehlt. Also, grüne Chips sind da, weiße Chips sind da, braune Chips sind da, Eisen und Kupfer ist da. Tin ist das oben rechts in 20.000, ja. Alu. Alu scheint wirklich nicht da zu sein. Wo wird Alu hergestellt? Aluminium Plate, hier. Bam. Du bist zu langsam. Und du bist der Einzige, der es anscheinend macht. Ja, Electrolyzer. Davon können wir auch bessere bauen inzwischen, ne? Ja, wir brauchen nur Glas. Okay, mach mal den ganzen Grümpel da weg. Und fordere mal Glas an. So. Dann bauen wir gleich einen Zweier hin, der auch hoffentlich mehr Slots hat. Und dann wird das Problem hoffentlich auch gelöst. Im Notfall machen wir einfach noch ein, zwei davon irgendwo hin. Das passt schon. Auch wenn das hier gar nicht hingehört.
So, vierer Reaktor ist fertig. Wir hätten jetzt gerne Gott. So. Gott-Module hätten wir gerne. Power Armor MK2, Power Armor MK2. Dreier haben wir noch nicht. Aber den Fusionsreaktor könnten wir aufstufen. Nimm mal den da raus. Und wir brauchen 50 Zweier Produktivitätsmodule und 5 von den Batterien. Bau bitte die Batterien. Das. Boah, Gott. Das dauert. Ja. Den Abbrechen, 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 abbrechen. Den Electrolyzer bitte zuerst. Den wir jetzt ja bauen können sollten. Mach Chemical Plant gleich auch mal. So. Damit wir da auch irgendwas ersetzen können. So, und jetzt die Batterien. Kommt. Forschung ist durch. Das ging sehr schnell bei den Gottmodulen. Zweier Gottmodule können wir nicht, weil Geschwindigkeitsmodule fehlen. Ja, das ist ärgerlich. Dann machen wir Geschwindigkeitsmodule. Zack. Sollte wahrscheinlich ähnlich schnell gehen. Hm? Schilde sollte ich auch noch aufstufen. Du kannst raus. Ich sollte eigentlich Roboter weiter erforschen. Oh, na gut. Electrolyzer. Da bist du. Wusch. Und 2 neue Slots. Sehr gut. Hier. Werd produktiver. Oder soll ich Speed machen? Haben wir genug Carbon und Alumina? Nö, Alumina wird hier produziert und das kann ich nicht aufstufen. Wir könnten allerdings ein Electrical Chemical Furnace nehmen. Und der stellt denn hier oben irgendwo Alumina her. Hier war Electric Multipurpose Furnace, der nicht genug Kohle bekommt. Ah ne, wenn ich genug Kohle haben will, weil nicht genug Carbon verbraucht wird. Haben wir ein Electric Multipurpose? Das da. Kannst du Alumina herstellen? Ja, kannst du. Oh, sehr schön. Dann können wir das nämlich so machen, dass du das direkt hier rüber wirfst und dann forderst du das gar nicht erst an. Du. Was? Achso. Warte. Kannst du Aluminiumplatten herstellen? Nein, die sind nur Electrolyzer. Okay, du musst hier keine Verbindung zwischen. Du da, da rein, da raus. Du hättest gerne Bauxit und Sodiumhydroxid. Ach ja, macht das Spaß, mit dem Zeug zu arbeiten. Sodiumhydroxid, da ist es. Und was anderes? Bauxit, Bauxit, Bauxit. Okay, Bauxit ist das da. So, das hättest du bitte gerne da und das kommt da rein und dann haben wir es im System. Wo stehen hier Electrolyzer? Hier sind Electrolyzer. Dann mach doch bitte einen Electrolyzer. Speedmodule sind fertig, dann erforsch bitte Gottmodule 2. Mach hier einen Electrolyzer hin und der macht jetzt für uns Alu. Das heißt, die Reihe hier ist für Electrolyzer. Warum auch immer ich mich dafür jetzt entschieden habe. Eigentlich wäre drunter besser. Oder gut, kopieren wir im Notfall. Du rein, raus. Und du forderst jetzt das Alumin, was auch immer an und das Carbon, was da ist. Eigentlich sollten wir den genau zwischen die beiden stecken. Das sieht wieder komisch aus. Also nimm bitte Carbon. Nimm bitte Alumina und tu das bitte hier rein, unbeschränkt. Und das Ganze mit sehr viel Produktivitätsmodulen. Ich helfe mal kurz den Roboter ein bisschen mit dem Kickstarten von dem Ganzen, wenn ich denn das Alum-Zeug finde. Da. Ja, 100% Produktivität. Verdoppelt also. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, jetzt könnten wir die Alu-Produktion hier unten da wegreißen. Allerdings ist mir das ehrlich gesagt noch zu langsam, also warte ich damit mal. So. Du brauchst die letzte Batterie und du brauchst noch 50 Zweier Produktivitätsmodule. Die holen wir fix. Zweier. Da. 50 Stück. Blub. Bau einen davon. Wow.
wollen wir die Art von Batterien auch noch automatisieren? Warum nicht? Automatisieren ja die nach und nach alles. Machen wir so. Brum, 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 brum. So, du stellst her Batterien. Du stellst her zweier Batterien. Und dazwischen kommt ein Ärmchen. Du brauchst Batterien und Stahl. Das ist nicht viel. Das ist Stahl. 50 Stück. Batterien. 50 Stück. Und du brauchst nur noch grüne Chips dazu. Ne, so. Kümmere mich gleich drum. Nicht so viele. Plupp. Und dich beschränken wir mal auf 2 Stacks Batterien. Und hier kommen dann später die MK3, MK4 und was auch immer hin. Warum wurdest du immer noch nicht leer gemacht? Weil die Roboter so viel zu tun haben, ernsthaft? Was habe ich dir denn bitte schön alles zu tun gegeben?